Sawadi Ka. Wir machen heute mit euch ein richtig original nordthailändisches Gericht, nämlich die Khao Soi. Die Khao Soi ist aus Kokosmilch, einem wunderbaren Curry mit Kardamom und so weiter. Will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, ihr seht das gleich. Wir machen jetzt das typisch nordthailändische Gericht, was ich dreimal mindestens am Tag essen könnte, wirklich, weil es so unglaublich lecker ist. Bua erzählt jetzt nochmal die Geschichte von Khao Soi aus Thailand. Sie hat gerade erzählt, wo Khao Soi herkommt. Khao Soi hat Einflüsse von dem Dreieck hier, also Myanmar, Laos und ursprünglich aus China. Also ursprünglich kommt Khao Soi aus China. Und dann aus dem Dreieck. Wir wünschen euch total viel Spaß beim Zugucken. Wir zeigen euch jetzt, wie Khao Soi geht. Und dann, wir sagen, go! So, wir geben jetzt unsere frische Kokosmilch vom Markt in unseren Topf. Machen jetzt unsere Spezial-Khao Soi-Currymischung. Machen wir jetzt hinzu. Und lassen jetzt unsere Hähnchenschenkel butterzart da drin leicht köcheln. Die legen wir jetzt rein und lassen die schön so um die 20-25 Minuten ziehen. Und nach 10 Minuten gebe ich dann noch die Chicken Wings hinzu. Ja. Macht jetzt die Schalöttchen klein und schneidet jetzt hier die Sachen. Das ist übrigens, das kommt als Topping drauf, das ist dieser eingelegte Kohl mit Zwiebeln und noch Chili, je nachdem wie man es mag. Ach, wir haben jetzt in der frischen Kokosmilch, die wir auf dem Markt geholt haben, mit Spezial-Khao Soi Currypulver. Also Currypulver oder Paste kann man da nehmen, mit etwas Blue Curry, also diese Khao Soi Currypaste ist wirklich sehr speziell, haben wir unser Hähnchen, also unsere Hähnchenbeine und unsere Hähnchenflügel Butter langsam schmoren lassen, butterzart schmoren lassen, in diesem Sud quasi, aus Kokosmilch und unglaublich schönen Gewürzen. Und jetzt machen wir, Bua ist fertig, gut. Bua ist fertig. Jetzt machen wir unser Gemüse da dran. Das ist frische Petersilie. Die hat Bua richtig angestaucht, damit richtig das Aroma rauskommt. Hier haben wir Ingwer in Streifen, Schalottchen und ein bisschen Knoblauch. Das geben wir jetzt in unseren Sud rein. Und lassen das Ganze nochmal schön ziehen. Hallo, Bua. Wie sind die Leute? Hallo. Lecker. Lecker. Und dann fügen wir zuletzt wieder unser Hähnchen hinzu. Also Bua hat die Nudeln schon mal vorbereitet. Das sind wirklich Eiernudeln und die haben wir jetzt in heißes Wasser eingelegt. Quasi. Die sind schnell gehabt, weil das frische Nudeln waren. Die schmecken super lecker. You try? Okay. Hallo? So, unsere Khao Soi ist jetzt fertig. Wir werden die jetzt anrichten. Wir haben jetzt hier unsere sehr, sehr leckeren frischen Eiernudeln, die wir direkt frisch vom Markt geholt haben. Also die werden da direkt frisch zubereitet. Das ist jetzt fertig. Das Hühnchen haben wir wieder dazugegeben. Oh, diese Farbe alleine und dieser Duft. Leider gibt es noch kein Duftvideo. Noch. So, dann haben wir hier als Topping, darf bei keiner Khao Soi fehlen, haben wir hier diesen sauer eingelegten Kohl, haben Schalottchen, also die sind so mild und so lecker, wirklich, und wir haben Limette und wir haben frische, glatte Petersilie. So, wir haben jetzt unsere Soße drauf gemacht. Jetzt kommt dazu noch eine Hähnchenkeule. Also Hähnchenkeule gehört, also das ist das Original,
eine Hähnchenkeule und ein Hähnchenflügel, ein Chicken Wing. Und jetzt machen wir das Topping oben drauf. Und zwar von unseren sauer eingelegten Kohlen, den wir auch ganz frisch vom Markt haben, etwas. Als Garnierung etwas Petersilie. Ein paar Schalöttchen noch rundherum dazu. Als Garnierung noch ein paar Tröpfchen von der Limette. Das ist ein wunderbarer Kontrast, weil die Kokosmilch ist ja sehr süß. Noch ein bisschen davon drüber. Und fertig ist unsere Cow Soy Original. วันนี้จะมาทดลองทำข้าวซอยดูแล้วก็จะชิมว่ามันอร่อยไหม So, man ist das Ganze mit Stäbchen und mit dem Löffel. Also die Thais nehmen ja nur für Nudelsuppe quasi. อร่อยค่ะ อร่อย อร่อย lecker. Das ist unsere erste selbstgemachte Cow Soy. So. So, da sieht man jetzt, wie Bua das isst. Also hier macht man, also man mit der rechten Hand macht man jetzt quasi die Soße und mit der linken die Also mit den Stäbchen dann die Nudeln, so isst man Cow Soy. Sie macht es jetzt so auf den Löffel. Da nehmen die sich auch wirklich Zeit immer für. Also es wird sehr sorgfältig gemacht, wie man sieht. Noch ein frisches Schalöttchen dabei von den Nudeln. Und? Und kaum. Noch so ein schönes Gürkchen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr das auch zu Hause nachkochen könnt. Ihr könnt das auch in Deutschland bestellen. Wir sagen jetzt guten Appetit, den haben wir jetzt gleich, und sagen Kap Kung Kap. Kap Kung Kap.